Ich war vor der Woche mit den Ferien krank. Da sagte sie mir, dass wir einen Zettel brauchen. Den sollte man auf der Homepage von unserer Schule ausdrucken. Da stand drauf, da sollte man, also unsere Eltern sollten da drauf zustimmen, ob dass wir getestet werden dürfen. Und das wusste ich halt nicht. Und meine Mama möchte mich auch nicht testen, genauso wie mein Papa. Auf jeden Fall bin ich dann reingegangen. Da standen in dem Raum vom Eingang schon ganz viele Kinder versammelt, wo die Direktorin denen gesagt hat, weil sie den Zettel auch nicht ausgefüllt hatten, dass wir jetzt in unsere Klassen erstmal, also nicht reingehen sollten, sondern vor der Tür warten sollten. Da bin ich mit einem Freund aus meiner Klasse, mit meiner Klassenleiterin hochgegangen. Da hatten die halt so besprochen, was jetzt gemacht wird. Und dann wurden wir in eine kleine Abstellkammer mit ganz vielen anderen Kindern verwiesen. Und wir sollten dort 3 Stunden und eine halbe Stunde war ich dort drinne. Und meine Freundin noch viel länger. Wir waren dort drinne eingesperrt. Und die Schuldirektorin hat uns nicht einmal, also mein Freund nicht einmal erlaubt, hochzugehen in die Klasse, um die Brotbüchsen zu holen. Zum Glück hatten wir Freunde, die das heimlich für uns gemacht haben. Auf jeden Fall hat mein Papa sich dann deswegen beschwert und die hat blöd gequatscht. Also hat gesagt, dass das doch alles gut ist und dass wir doch so geschützt sind und da hat die noch gesagt, dass mehrere Kinder positiv sogar getestet wurden. Und ich habe nur einen einzigen Jungen gesehen, der auf der Bank saß. Und was ich schlimm finde, die ganzen Kinder hier, die haben alle Angst. Die denken, wenn sie jetzt positiv getestet wurden, ah Hilfe, mir geht's gar nicht gut, was wird denn jetzt passieren? Die haben totale Angst und den Kindern wird total, ich habe in dem Jungen seinen Blick gesehen, dass er total verzweifelt war, als ich ihn gesehen habe.